Welche Sachen braucht man also wirklich für eine Bikepacking-Tour? Welche Sachen kann man vielleicht zu Hause lassen? Was braucht man eher für 4 Tage und was für 10? Ab geht's! Hallo zu diesem neuen Video. Ich bin zurück von meiner letzten Bikepacking-Tour und zugegeben, nicht alles lief wie geplant. Ja, es waren dann doch eher 4 Tage anstatt 10 Tage. Blödes Ende genommen, die Tour, habt ihr vielleicht schon im Podcast gehört. Trotzdem möchte ich heute einmal alle Sachen zeigen, die ich dabei hatte. Ich weiß, viele Leute sind immer interessiert, was nehmen andere Leute so auf eine Bikepacking-Tour mit. Und es gibt ja auch nicht wirklich richtig und falsch, denn jeder Mensch hat so seine Sachen, die er irgendwie braucht. Und manche braucht der eine halt nicht und der andere schon. Ich zeige euch heute auf jeden Fall alles, was ich dabei hatte. Und ihr seht schon, mein Fahrrad ist jetzt noch mehr oder weniger gepackt und auch immer noch so dreckig. Frisch von der Tour also. Und ich werde jetzt mal peu à peu durchgehen, was ist in meinen Taschen noch drin. Also klar, so ein bisschen Esskram und sowas ist eigentlich schon raus. Also Essen habe ich jetzt nicht mehr dabei. Ich zeige euch trotzdem, wo hatte ich das Essen denn jetzt drin. Und was hatte ich sonst noch mit? Was war cool? Was war schlecht? Und anfangen tun wir bei diesem kleinen Rucksack, der jetzt noch dabei ist. Da fragen sich wahrscheinlich viele Leute schon, warum hast du so ein dick bepacktes Rad und trotzdem noch einen Rucksack dabei? Denn viele Leute wissen, ja, Rucksack ist eigentlich auch oft nicht so eine richtig geile Idee. Warum dieser Rucksack von CycleLite eine geile Idee ist, zeige ich euch jetzt. Also einmal zum Zeigen, ich habe hier von CycleLite und zwar das Race Backpack 01. Nicht zu verwechseln mit dem Touring Backpack, das Ingo immer benutzt, denn das Race Backpack ist ein bisschen kleiner. Hier jetzt auch einmal in weiß. Ich finde es nämlich richtig geil in weiß, muss ich sagen. Sieht ziemlich schnell aus und mir gefällt die Farbe einfach total gut. Alle Features vom Touring Backpack, ja, diese kleinen geilen Features, wie zum Beispiel, wie gut der Rucksack sitzt und wie man den zumacht und so eine Pfeife und so. Auch alles hier am Start. Was hatte ich denn jetzt hier drin? Ja, ihr seht das schon. Ich habe hier so einen Schlauch dabei. Es ist also eine Trinkblase drin. Und ich mache jetzt den Rucksack einmal für euch auf. Hier sehen wir jetzt also die Trinkblase. Die ist natürlich jetzt komplett leer. Die habe ich schon wieder ausgewaschen. Gehen 2 Liter rein. Und das war eigentlich das Coolste, denn auf so einer großen Fahrt, wo man auch über Stock und Stein fährt, ja, Trans-Germany ist auf jeden Fall auch eine Strecke, wo der ein oder andere Trail mitgenommen wird. Und da ist es eigentlich immer cooler, eine Trinkblase zu haben, also so einen kleinen Schlauch, den man dann einfach schnell Zugriff hat auf Wasser. Den kann man super schnell nachfüllen und ich habe auch nicht das Problem, dass ich schlecht an meine Flaschen komme, denn ihr seht, ich habe hier auch noch Rahmentasche und sowas montiert. Das ist alles eben ein bisschen schwieriger, wenn das alles beladen ist, da ranzukommen. Das war sozusagen mein Zusatzwasser, komme ich aber gleich noch zu. Also hier Hauptversorgung Wasser, war auch wirklich immer nur Wasser drin, also keine Cola oder sowas. Das ist in der Trinkblase natürlich sowieso jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Habe ich zwar schon mal gemacht, auch so ein bisschen Eistee reingeschüttet oder so, wenn es wirklich nötig war. Aber wie gesagt, das war für Wasser. Und was habe ich hier noch drin? Ja, oben habe ich einfach nur ein Packung Taschentücher. Die kann man immer mal gebrauchen und besonders, wenn man Allergie hat, gerade gegen Gräser, dann ist das wirklich ja, notwendig. Außerdem hatte ich in der Tasche hier oben, ja, da steht eigentlich Tools drauf. Meine Tools hatte ich da nicht drin, denn ich habe ja genug Taschen hier und da am Fahrrad. Dachte ich mir, die schweren Sachen tue ich lieber ans Fahrrad. Oben drin hatte ich aber eigentlich das, was man so braucht. Also Bargeld, Bankkarte, Personalausweis, all solche Sachen, Zugfahrkarte. Das, was sozusagen wichtig ist, was man wirklich nicht verlieren will, hatte ich immer bei mir am Rucksack. Außerdem haben wir hier dann noch so ein paar kleine Fächer. Und das finde ich auch wirklich geil an dem Rucksack. Und hier seht ihr 2 SRAM-Akkus. Natürlich komplett aufgeladen.
also ich hatte insgesamt 3 Akkus dabei für 10 Tage, wäre ich damit auch gut hingekommen. Ja, jetzt denken viele vielleicht auch so, hä, 3 Akkus auf 10 Tagen, so viel brauchst du niemals. Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel schalte ich denn überhaupt. Denn nur so wird die Schaltung natürlich auch irgendwie leer gemacht. Und die Strecke hat natürlich irgendwie einige Höhenmeter, 20.000 sind es insgesamt. Und da schaltet man einfach viel, gerade wenn man dann auch noch Trails hat und so weiter. Da wird viel geschaltet. Es ist viel Gepäck dabei, man muss einfach viel schalten. Viel schalten, viel Strom, besser die 3 Akkus dabei haben. Als nächstes ein Feuerzeug. Das ist natürlich für einen Kocher gedacht. Als nächstes so ein richtig billiges Drahtschloss. Und das habe ich einfach schon zu Hause liegen seit Tausenden von Jahren und das funktioniert auch super. Also für den Fall, dass man mal sein Fahrrad anschließen muss und ja, wir waren natürlich zu zweit unterwegs, aber trotzdem kann es immer mal sein, dass man zusammen irgendwo reingeht oder sowas. Das ist natürlich nicht mega sicher, hält aber Leute davon ab, auf jeden Fall die Fahrräder einfach so wegzunehmen. Also auch im Zug oder so, immer ein gutes Gefühl, finde ich, wenn die Fahrräder so zumindest zusammengeschlossen sind oder auch wenn man irgendwo campt und sowas. Zu guter Letzt noch hier eine schöne Lampe, die auch sauhell ist und alles Mögliche machen kann. Und zudem auch noch magnetisch. Litra hatten wir früher auch mal im Shop, im Kamerashop. Find die Lampe ziemlich geil, kann man so über Micro-USB laden, ist auch magnetisch, kann man irgendwo so klack dran klipsen. Ist halt mega hell, mega praktisch, hält ziemlich lange und ja, ich finde es geil als Taschenlampe. Und das ist auch die einzige Lampe, die ich dabei hatte. Also ich hatte wirklich keine Beleuchtung am Rad. Hab mich dann dagegen entschieden, weil für uns war klar, wir fahren sowieso nur tagsüber. Jetzt gerade im Juni ist es sowieso hell genug, also auch lang genug hell. Tut nicht Not, auch nachts noch zu fahren und dafür das extra Gewicht und sowas in Kauf zu nehmen, musste nicht sein. Und zudem haben wir jetzt natürlich noch mega viel Platz hier drin und das war eigentlich immer mein Storage für Brötchen und alles Mögliche vom Bäcker. Denn das Ding habe ich mir immer ordentlich vollgeladen. Gar nicht mit so mega schweren Sachen, sondern dann halt eher Sachen, die Platz wegnehmen. Sowas wie ja, Brötchen, Croissants, irgendwelche Laugenstangen oder sowas. Die sind also immer hier reingewandert. Es war auch ab und zu mal eine Cola drin, zum Beispiel so eine 0,5. Konnte man auch noch gut rein tun. Und dadurch, dass dieser Rucksack halt so geil ist, hat man es trotzdem nicht so doll auf der Fahrt gespürt. Es war nicht nervig. Ich hatte keine Schulterschmerzen oder sonst was. So, man konnte damit auch locker easy einfach offen fahren. Kann den aber auch einfach so zumachen. Und auch noch ziemlich geil. Hier an der Seite hat man ja auch noch Taschen. Da seht ihr, habe ich meinen ganzen Müll immer reingestopft und den dann am nächsten Mülleimer ausgeleert. Fand ich auch total cool. Vorne außerdem manchmal mein Handy drin gewesen, aber man ist auch gut an die Trikottasche gekommen. Je nachdem, wie groß das Handy ist, was man mit hat. Im Touring-Backpack ist die Tasche ein bisschen größer, also da passt dann wirklich auch so ein richtig, so ein Max-Handy rein. Bei meinem hatte ich so ein bisschen Probleme. Es geht rein, aber man kann es auf der Fahrt nicht richtig gut rausholen. Soll man natürlich sowieso nicht, sondern anhalten, ein Foto machen und dann weiterfahren. Macht natürlich niemand, ne? Aber trotzdem, ein bisschen schnelleren Zugriff hatte ich dann im Trikot und da kann man halt trotz dieses Rucksacks gut ran. Rucksack geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal so von hinten nach vorne, denn hier kommen natürlich ein paar große Sachen. Wir fangen an bei der Arschrakete, soll ich nicht mehr sagen. Die Satteltasche wurde mir gesagt, soll ich jetzt diese Tasche nennen. Und da kam im letzten Video übrigens auch so ein paar Nachfragen, warum ich den Power Mirror Sattel nicht mehr fahre. Ich fahre den Sattel immer noch an meinem Rennrad allerdings und hier ist jetzt mittlerweile ein normaler Power, aber mit Mirror Inside sozusagen montiert. Hier sind auf jeden Fall keine Carbon Rails dran und ich wollte einfach durch diese Halterung, die ihr jetzt hier seht, die nicht an meine Carbon Rails schrauben. Und allgemein habe ich hier auch oft so Klixi Schutzbleche dran und sowas. Das ist immer nicht so mega geil für Carbonstreben. Gerade wenn man auch Gravel fährt und viel Impact hat, dann ist es immer schöner, da eigentlich Metall Rails zu haben. Und ihr seht auch schon hier, ich habe hier so einen Stabilizer mir besorgt. Haben wir nicht im Shop, habe ich im Podcast schon gepickt. Ich fand das Ding mega gut, gibt es von mega vielen Herstellern.
Der hier ist von Rock Bros, kostet irgendwie 20 Euro und hat seinen Dienst auf jeden Fall getan. Also solltet ihr Probleme haben, dass eure Arschrakete immer mal so hin und her geht, gerade im Liegetritt, dann ist das auf jeden Fall ein geiles Ding. Ich bin mega mit zufrieden. Sieht total blöd aus, wenn nichts dran ist, deswegen wird das Ding zu Hause auf jeden Fall gleich wieder demontiert, aber für eine Bikepacking-Tour mega geil. Man kann sogar hier so Flaschenhalter ranbringen, würde ich persönlich jetzt nicht machen, aber who knows, wenn ihr da Bock drauf habt, dann go for it. Hinten dran auf jeden Fall meine Apidura Arschrakete. Die fahre ich schon seit mega vielen Jahren und bin total zufrieden damit. Das ist die größte Variante, also müssten das, glaube ich, 17 Liter sein. Und was da drin ist, zeige ich euch jetzt. Ja, ich glaube, ich räume mir erstmal alles kurz raus und dann zeige ich euch das. So, anfangen tun wir in der Reihenfolge, in der ich es jetzt wieder einpacken würde. Nämlich ist das mein Zelt und das ist das Six Moon Design Luna Solo. Ultra geiles, kleines, leichtes Zelt, was wir im Shop haben. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie man das aufbaut. Das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal. Ah. Und das könnte auf jeden Fall nochmal durchgelüftet werden. Ich hole es jetzt trotzdem einmal hier raus, damit ihr seht, was ist da jetzt so bei und wie easy ist das eigentlich, das alles wieder zusammenzubauen. Also als wenn ich jetzt sozusagen meinen Campingplatz aufbauen würde. Also einmal die Hülle. Hier ist einmal das Zelt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das aufbaue, dann wie gesagt, ich verlinke das Video unten in der Videobeschreibung. Das ist auf jeden Fall mega easy, geht mega schnell. Und gerade wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ist das super einfach. Mein Zelt ist hier auch noch ein bisschen klamm, muss ich sagen. Und sobald es nicht mehr regnet draußen, werde ich das auf jeden Fall nochmal durchlüften. Ja, und das ist halt auch richtig einfach. Hier einfach so ein paar Mal doppelt nehmen. Dann wickelt ihr das einfach so zusammen. Könnt wieder die Tasche nehmen. Das hier wieder reinstopfen. Zudem hier gibt es immer so Zeltstäbe, die kann man aus Alu und aus Carbon nehmen. Ich habe hier die Carbon-Variante, die wiegt wirklich nichts. Ist mega stabil. Und man kann die halt in drei Teile falten. Ist damit halt nicht größer als diese Tasche. Man kriegt das da super gut rein. Und hier auch noch ein paar Keringe. Habe ich hier auch welche von Six Moon Design. So goldene. Die funktionieren echt mega gut. Manchmal geht dann doch einer kaputt, wenn man dann mal so blöden Boden hat. Oder die nicht mehr aus der Erde rauskriegt. Oder die auch einfach mal vergisst. Das ist natürlich blöd. Deswegen habe ich hier auch noch mal genauso viel in ganz, ganz klein irgendwie ja einfach ein paar Ersatzheringe dabei. Die kann man halt auch easy hier einfach mit reinstecken. Zack, zieht das wieder zu. Das Geile ist halt auch, hier kommt keine Nässe durch. Also es hat irgendwie geregnet die Nacht und klar ist euer Zelt dann da drin nass. Das ist mega blöd und ich empfehle immer, wenn es mal eine halbe Stunde oder so die Sonne scheint, holt das da schnell wieder raus und legt das in die Sonne, lasst es einmal durchlüften. Denn das ist halt so ein richtig ekliger Mockgeruch abends, wenn ihr dann wieder ins Zelt wollt. Aber auf jeden Fall alles drumrum bleibt dann zumindest trocken. Als nächstes in die Arschrakete stecken würde ich meinen Schlafsack. Und das ist, falls es jemanden interessiert, haben wir nicht bei uns im Shop, von der Firma Alpkit einer. Der ist, glaube ich, sogar bis 0 Grad komfortabel. Das bedeutet viel zu warm. Aber man kann ihn halt auch komplett aufmachen bis unten. Ist also echt kein Ding. Warum Daune? Ja, Daune kann man einfach mega hart komprimieren. Und das Geile dabei ist halt dann auch, wenn er ohne Verpackung ist, dass ihr halt nicht so ein großes Ding habt, was ihr irgendwo reinstopfen sollt, sondern ihr könnt das Zelt erst in die Arschrakete machen, danach den Schlafsack einfach in jede Ecke stopfen, denn ihr wollt gerade bei der Arschrakete halt hier unten an der Sattelstütze viel komprimiert haben, damit es hier nicht anfängt, irgendwie rumzuwabbeln. Das nur mein Tipp am Rande. Schlafsack also als nächstes. Danach einmal meine Isomatte. Ich habe eine Thermarest Neo Air. Da gibt es inzwischen auch schon neuere. Vor allem ist die relativ laut hier, muss man sagen. Aber sie hat auch ein geringes Packmaß, wiegt nicht besonders viel. Ich finde es mega cool und ich zeige euch auch einmal ganz kurz die Features, denn wir haben hier so ein ziemlich geiles Ventil. Da kann man sozusagen hier aufschrauben
und man kann die Matratze jetzt aufpusten. Und wenn man deflaten will, also Luft raus, dann dreht man das untere Ventil nochmal auf. Und das ist auch ziemlich geil, zeige ich euch gleich. Zum Aufpumpen ist dann nämlich so ein Pumpsack dabei. Und das Coole dabei ist nicht nur, dass man nicht selber pusten muss, denn das ist erstens anstrengend, aber zweitens ist es auch so, dass eben nicht so viel Feuchtigkeit in die Isomatte gelangt. Und das, Feuchtigkeit begünstigt immer irgendwie, dass da drin irgendein Schimmel, Pilzkram wächst und ist natürlich auch voll blöd für die Isolierung. Also da soll keine Feuchtigkeit drin sein. Jetzt ist hier kein Wind und sowas, man kann das schön in den Wind halten, aber einmal so kurz reingepustet, ist auf jeden Fall eine geile Option. Ich pumpe die jetzt einmal schnell auf. Die meisten Leute pumpen tatsächlich so eine Isomatte viel zu doll auf. Ihr wollt natürlich noch Komfort haben und wenn die komplett aufgepumpt ist, dann habt ihr keinen Komfort und das ist auch eigentlich nicht so gut für die Isomatte. Also meine Empfehlung, wenn man sich draufsetzt, habe ich so gehört, der Arsch sollte schon noch den Boden berühren. Und wenn ihr euch dann drauflegt, das ist mit den meisten Isomatten auch kein Thema. Also hier zum Beispiel einfach das aufdrehen. Einmal ein bisschen aufdrehen. Herrlich. Das also zur Isomatte. Ja, was hatte ich noch dabei? Und zwar ist das einmal hier so ein kleines Travel Pillow, also ein Kopfkissen von der Firma Cocoon. Nichts, was man unbedingt braucht. Einfach hier einmal glatt und hier einmal richtig schön kuschelig. Und da hat man hier auch so ein kleines Ventil, wo man einfach so bisschen was reinpumpen kann und hat dann eben ein Kopfkissen. Ich habe hier ehrlich gesagt gar nicht so doll aufgepumpt, aber ich finde es trotzdem schön, einfach so ein kleines Kopfkissen zu haben. Ihr seht, ich habe auch noch eine Regenjacke dabei gehabt. Die war manchmal in der Arschrakete, manchmal aber auch in der Rahmentasche. Also an so sonnigen Tagen, 30 Grad, da wusste ich, ich brauche die nicht. Höchstens dann abends und das war sowieso die erste Tasche, die ich abends abgemacht habe. Denn dann kann ich mir eine Regenjacke auch noch anziehen, falls es irgendwie kalt sein sollte oder sowas. Und erstmal Zelt aufbauen, das war für mich das Wichtigste. Dazu auch noch, ebenfalls von Cocoon, hier so ein Mikrofaser-Handtuch. Auch ein bisschen was größer. Zum Duschen auf einem Campingplatz zum Beispiel. Oder auch, wenn man die Bib mal waschen wollte, dann kann man die Bib da richtig schön einrollen, einmal drauf rumstampfen und am nächsten Tag ist die Bib dann eigentlich wieder einsatzfähig und getrocknet. Und das Handtuch habe ich mir meistens dann hinten auf die Arschrakete einfach drauf gebunden und bin damit gefahren und dann war eben auch das Handtuch relativ schnell wieder trocken. Und hier von Six Moon Design auch, habe ich einfach mal getestet. Das sind so kleine, ja, wie so Drybags. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ich habe hier jetzt einfach mal eine rote mitgenommen. Also die sind nicht komplett wasserdicht. Also das heißt, ihr könnt die jetzt nicht in den See schmeißen. So ein Drybag ist es jetzt nicht. Aber alle Nähte sind hier auf jeden Fall versiegelt. Nur der Reißverschluss ist eben nicht hundertprozentig wasserdicht. Und für mich war das vollkommen okay. Hier sind einfach meine Camp-Klamotten drin. Nicht nur Camp, denn ich habe hier auch einfach ein paar Armlinge. Falls es mal kalt werden sollte, wurde es natürlich nicht. Die waren also komplett überflüssig. Und auch ein paar Beinlinge, die habe ich tatsächlich an zwei Abenden mal angehabt. Eher wegen Insekten, aber es wurde auch ein bisschen frischer. Also Armlinge, Beinlinge hatte ich da drin. Auch noch ein paar Wechselsocken, allerdings Wintersocken. Und die habe ich auch eingepackt, falls es halt abends kalt wird und man so ein bisschen was Kuscheligeres anhaben möchte. Habe ich gebraucht, war geil. Als Oberteil, ich hatte keine T-Shirts oder sowas, sondern einfach von Rafa hier so ein Thermo-Base-Layer. Und ja, das war auch völlig okay. War mega gut, ist warm und ja, nimmt nicht viel Platz weg. Und hier so eine kleine Trainingshose. Das war halt meine normale Hose. Ich hatte nichts Langes oder so. Aber Traininghose plus Beinlinge gleich lange Hose, oder? Und dazu auch noch ein paar Handschuhe. Dachte ich mir eher fürs Fahren, falls es mal richtig ruppig wird. Aber es war halt auch so heiß. Handschuhe hätten tatsächlich vielleicht geholfen bei der letzten Abfahrt, aber sei es drum. Würde ich nächstes Mal wahrscheinlich weglassen. Je nachdem, wann man fährt. So, einmal das wieder da rein.
Ja, so viel zur Arschrakete. Ja, was ich jetzt nicht demontiere, ist die Oberrohrtasche. 1 Liter hier von Apidura und ja, da ist auch tatsächlich nichts drin, denn dieses Ding war vollgeladen mit Essen. Ja, das können irgendwelche Gels sein, irgendwelche Gummisachen, bis hin zu irgendwelchen eingepackten Knäckebroten oder Nüssen und sonst was. Also wirklich alles Mögliche an Nahrung für unterwegs sozusagen. Genauso sieht es eigentlich aus mit den beiden Food Pouches, wie der Name schon sagt. Und da habe ich von Apidura auch diese beiden Food Pouches. 1,2 Liter plus, glaube ich, wegen den Taschen hier außen. Was ist da drin? Einmal eine Powerbank. Und zwar war die eigentlich in so einem Zipperbeutel eingepackt. Habe ich jetzt nicht mehr da drin, weil ich die zu Hause schon wieder benutzt habe. Ist so eine Anker-Powerbank. Hatte ich im Podcast auch schon mal gepickt. 20.000 mAh und so ein integriertes USB-C-Kabel. Und das fand ich auch ziemlich geil, weil man das in der Food Pouch einfach so drin lassen konnte. Und konnte damit zum Beispiel den Karoo laden. Oder ich habe es halt einfach mit ins Zelt genommen, habe mein Handy angeschlossen und so weiter. Das ist nicht die einzige Powerbank, die ich dabei habe, aber halt die erste und ja, wo man immer Zugriff drauf hat. Außerdem hier ein 27,5er Schlauch ist dabei. Und auch in der anderen Food Pouch ist nochmal ein 27,5 Zoll Schlauch dabei. Denn ich war sozusagen auf der Tour der Mechaniker. Wenn ihr alleine unterwegs seid, müsst ihr natürlich irgendwie alles mitnehmen. Aber wir hatten so die Möglichkeit, das ein bisschen aufzuteilen. Ich habe Werkzeug und alles, was man so brauchte, mitgenommen. Vielleicht auch ein paar Sachen vergessen, kommen wir gleich zu. Dafür hat mein Kumpel Eugene zum Beispiel den Kaffeekram mitgenommen. Wo ich aber auch ein bisschen was dabei habe, einfach nur zur Vollständigkeit halber. Also einmal 2 Schläuche und was ich vergessen habe, was ich mir aufgeschrieben habe und trotzdem vergessen habe, richtig blöd, Ventilverlängerung. Denn da müsst ihr natürlich auch besonders drauf achten. Tatsächlich bei uns ein super seltenes Thema, Schläuche überhaupt. Und dann habe ich eben diese 40 mm Ventile noch zu Hause gehabt und habe dann voll vergessen, ja, mit der Felge braucht man Ventilverlängerung. Am letzten Tag noch eingefallen und dann trotzdem aus den Augen, aus dem Sinn. Also denkt da unbedingt dran, wenn ihr hohe Felgen habt, Ventilverlängerung, wenn ihr Schläuche dabei haben wollt. Kommen wir einmal zur Frame Bag, auch Apidura Race, wie ihr seht. So, das erste, was ich habe, so ein Zipper-Bag mit Werkzeug drin. Und ich bin einfach ein mega großer Fan von diesen Zipper-Bags, weil die ganzen Kleinteile, die man da so reintut, die, ja, die kann man halt einfach zusammen haben, die gehen nicht verloren und sowas. Ich schütte das jetzt einmal aus und zeige euch, was ich dabei hatte. Einmal so ein Multitool, das ist gar nichts Besonderes, einfach nur irgendwas, was ich noch rumliegen hatte. 4er, 5er und 6er Imbus. Das war eigentlich alles, was ich brauchte. Ein Torx 25er wäre vielleicht noch cool gewesen, aber naja. Dann das Übliche, was man für so Reifenpannen braucht. 2 verschiedene Reifenheber. Einmal so ein Set mit Flicken. Einmal Stand Starts, hier diese kleinen Pfeile, die man sozusagen in den Reifen reinstopfen kann, falls man da mal eine Panne hat. Und hier von Envy so einen kleinen Core Remover, also um den Ventilkern rauszudrehen, dass man da Dichtmilch mit einfüllen kann. Dichtmilch hatte ich nicht mit, sondern mein Kumpel. Ich hatte auf jeden Fall 2 Pärchen Igel-Kettenschlösser noch dabei, falls da mal eins kaputt gehen sollte. Ansonsten noch 2 Schaltaugen. Wir fahren beide Open Up und ja, es sind glücklicherweise dann die gleichen. Und zum Zentrieren habe ich auch noch einen Nippelspanner dabei und noch so einen kleinen Gegenhalter für Messerspeichen, den man sozusagen dann hier in die Messerspeiche reinhält und unten dann zentrieren kann, dass die Messerspeiche sich nicht mitdreht. Das war in meinem Werkzeugzipper drin, sind aber noch ein paar andere, ja, Werkzeuge, die gleich zum Vorschein kommen. Was ihr hier seht, einmal so ein iPhone-Ladekabel. Also es ist einmal hier Strom, USB-C kommt da raus auf USB-C. Ist auch einfach ein langes USB-C-Kabel, wo ich dachte, das kann ich für eine Powerbank vielleicht auch gebrauchen. Brauchte ich auf 4 Tagen gar nicht und ich hätte es wahrscheinlich auch auf 10 Tagen nicht gebraucht, denn ich hatte genug Powerbanks dabei. Dann einmal hier so ein Strap von C2 Summit, hier vom Orbit 360 Festival. Ja, der war im Goodie-Pack drin beim Orbit Festival und das ist ein richtig cooles Ding. Damit kann man alles Mögliche strappen. Ich dachte,
wenn mir mal irgendwas kaputt geht, ist immer cool, so ein Ding dabei zu haben. Feuchtes Toilettenpapier war auch mit dabei, ist noch mega voll, war auch nicht besonders notwendig. Ja, höre ich immer wieder von Leuten, dass Leute sowas mithaben, und höre ich dann aber auch immer wieder von Leuten, dass das irgendwie ja gar nicht nötig gewesen wäre. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, also wofür man das so benutzt. Also natürlich für Geschäft Nummer 2 ist das eine Möglichkeit. Dazu habe ich aber auch noch ein paar andere Sachen dabei. Was ich nicht mehr dabei habe, sind kleine Müllbeutel. Denn ja, klar schmeißt man sowas nicht einfach in die Umwelt, und dafür braucht ihr auf jeden Fall Müllbeutel. Für uns war klar, wir sind ab Tag 2 auf Campingplätzen unterwegs und da brauchte ich die einfach nicht mehr. Habe sie jetzt trotzdem mitgenommen, die Müllbeutel habe ich aber verschenkt. Ja, habe ich keinen Sinn mehr drin gesehen. Also die wären das nächste Mal wahrscheinlich auch nicht mehr dabei. Allerdings habe ich mir auch gedacht, wenn wir viel wild campen, ist es auch geil, so ein feuchtes Tuch einfach zu haben, um sich damit mal so ein bisschen abzuwischen, falls man halt keine Dusche, kein Wasser und so weiter hat. Und zuletzt in der Tasche sind auch nochmal so ein paar Elektrosachen. Wieder natürlich im Zipperbag versteckt. Hier sind nochmal, was ist das? USB-A auf Micro-USB, dann noch ein USB-C auf USB-C, sehe ich hier gerade. Das hätte ich auch zu Hause lassen können. Einmal SRAM-Akku-Ladestation hätte ich auch getrost zu Hause lassen können, war mehr als genug. Nochmal ein kleines Kabel und noch eine Powerbank von Anker. Powerbank-mäßig war ich gut genug ausgestattet. Ich hätte gar kein anderes Strom Kram gebraucht, aber da seht ihr auch gleich, wie viel da noch zusammenkommt. Wir gehen mal weiter zur ersten Gabeltasche. Auch das Apidura Fork Pack, einfach für Gabeltasche. Habt ihr so Anything Cages an eurer Gabel, dann könnt ihr die halt montieren, einfach mit diesen Straps. Schauen wir einmal, was dabei ist. So, verschiedenes. Hier ist mein erster Beutel und das war auch eigentlich in einem Zipperbag, aber den habe ich zu Hause schon vernichtet. Ich zeige euch einmal, was ich an Kosmetik dabei hatte. Das ist einmal so Antibrummen, also Insektenspray. Das war auf jeden Fall notwendig, würde ich immer wieder mitnehmen. Dann habe ich mir hier in so ein kleines Behältnis abgefüllt Ass Magic. Sitzcreme könnt ihr vielleicht auch bei uns aus dem Shop. Mega geil, würde ich auch immer wieder mitnehmen. Allerdings ein bisschen kleiner, also das ist schon echt ergiebig und ja, ihr seht, das ist immer noch mega voll hier. Dann einmal hier so ein Duschgel, was ich irgendwann mal geschenkt gekriegt habe. So, ja, einfach kleines Reiseduschgel und Sonnenschutzcreme, natürlich auch mega wichtig. So, das war in diesem Beutel. Weiter geht's. Was eigentlich nicht bei mir am Fahrrad war, sondern bei Eugene, war Kaffeekram. Ich habe jetzt aber exemplarisch trotzdem mal mitgebracht, was man so braucht. Das ist einmal so eine Aeropress. Damit haben wir Kaffee gemacht. Also einfach ein verlängerter Filterkaffee war das. Und auch ganz cool, bei einer Rösterei einfach vorgepackt schon 30 Gramm Kaffee pro Morgen sozusagen gehabt. Ja, hier sind natürlich noch einige über. Richtig edle Dinger. Was ich jetzt an Kaffeekram nicht dabei habe, was Eugene hatte, ist sozusagen noch Kaffeefilter, also Filter für die Aeropress. Kleiner Behälter, wo auch die Aeropress drin war. Und wo man auch sozusagen den Kaffee dann aufgebrüht hat drin. Und eine ordentliche Mühle gehört natürlich auch dazu. Die habe ich jetzt auch nicht hier. Einfach, weil es hier so gut reinpasst und man das so gut an die Seiten stecken kann, habe ich hier meine Luftpumpe dabei. Einfach eine ganz kleine zur Not. Und auch hier Flüssigwachs. Ihr seht, das ist ungelabelt und das war sozusagen ein kleiner Test. Mehr dazu erfahrt ihr bestimmt bald. So, dann Hygiene Nummer 2. Auch in so einem Zipperbag. Also einmal meine Zahnbürste. Ihr seht ein paar Tabletten. Das ist Ibuprofen und Allergietabletten. Und außerdem Zahnpasta. Allergie immer wieder ein Thema. Taschentücher sind ungefähr in jeder Tasche dabei. Oh ja, hier sehe ich noch einen Cliff Bar und eine Ersatz-Gaskartusche. Ihr seht, das ist echt jetzt nur so ein kleines Ding. Wie viel ist da drin? Ja, 100 Gramm und davon hatte ich 2 dabei. Hätte tatsächlich eine wahrscheinlich gereicht, würde ich mal sagen. Also die würde ich auch zu Hause lassen beim nächsten Mal. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Tasche, nämlich der zweiten Gabeltasche. Hier natürlich gleiche Tasche wie auf der anderen Seite.
Ja, diese Tasse hier ist jetzt nur exemplarisch dabei, denn ich hatte eigentlich eine mit so einem Karabinerhaken, die habe ich jetzt leider nicht dabei und die war auch ein bisschen kleiner, so eine Komoot-Tasse war das. Ja, die ist leider nicht mehr hier, aber exemplarisch hier diese Tasse. Die hatte ich eigentlich an der Arschrakete einfach mit dem Karabiner befestigt, so wie das die Bikepacking-Leute nun mal machen. Als nächstes noch eine Anker Powerbank. Ist die gleiche wie die schwarze, also auch mit diesem Kabel oben dran. Insgesamt waren das also 3 20.000er Powerbanks und damit wäre ich wahrscheinlich die 10 Tage komplett so hingekommen. Ich denke nicht, dass ich da hätte laden müssen. Es war eigentlich nur Computer und Handy. Je nachdem, wie viel man das so benutzt. Jeder Computer und jedes Handy verbraucht ja so ein bisschen unterschiedlich. Aber das war so meine Rechnung, dass das ungefähr hingekommen wäre. Hier auch nochmal eine extra Bib-Short drin. Habe ich gebraucht, einfach weil es auch sau warm war und war total gut, die dabei zu haben. Und die konnte man abends auch im Prinzip waschen. Am nächsten Tag dann einfach hinten auch auf die Arschrakete, wenn das Handtuch gerade nicht drauf ist, und auch einfach trocknen lassen. War super easy. Mega geil. Zweite Bib würde ich immer empfehlen, wenn es halt auch mal wärmeres Wetter ist. So, hier kommen wir zu einem faltbaren Spaten. Das wäre jetzt aber auch nur eine Variante gewesen. Also ich muss ihn nicht benutzen. Wäre nur die Variante gewesen, wenn man wirklich wild campt und sein Geschäft auch noch da verrichten will. Denn dann wäre vielleicht feuchtes Toilettenpapier zum Einsatz gekommen in Kombination mit Müllbeuteln und diesem Spaten. Aber dann vergrabt euren Shit auf jeden Fall, denn das ist nicht cool für Tiere. Auch voll geil, jetzt über Scheiße zu sprechen. Und genau daneben ist hier dieser Göffel mit Messer dran. Ja, ist auch von Sea to Summit. Einfach hier auf der Seite ein Messer, auf der Seite ein Göffel. Habe ich gar nicht gebraucht, denn wir haben abends einfach gar nicht gekocht und uns fast ausschließlich von Backwaren ernährt. Ich denke, er wäre zum Einsatz gekommen, wenn die Tour noch länger gewesen wäre. Dann hätten wir bestimmt mal irgendwie Nudeln mit Pesto gemacht oder irgendwie was. Denn genug Gas hatten wir ja. Was man hier jetzt auch noch sieht, einfach ein paar Kabelbinder. Hatte ich auch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so dabei. Kann man auch immer mal gebrauchen. Und dann kommen wir auch schon, ja, zum Schluss. Und das ist dann im Prinzip auch der Kocher. Kleiner Deckel, Zange, Kocher. Nochmal alles hier, so ein Becherchen, die andere Gaskartusche und nochmal so ein kleines Tuch. Das kann man auch prima benutzen, um einfach mal was abzuwaschen oder irgendwie sowas. Ist auch so ein Mikrofasertuch, also schnell trocknend und sowas. Ja, ich zeige euch einmal ganz kurz den Kocher. Ist nichts mega Besonderes. Also hier einmal Gas. Dann habe ich von MSR hier einfach so einen ganz, ganz kleinen Kocher. Den kann man so auffalten hier. Den schraubt man dann an die Gaskartusche hier so ran, ganz easy. Kann dann hiermit das Gas regeln, einfach anzünden und oben drauf den Topf. Und wenn der halt zu heiß ist, dann kann man den mit dieser Zange hier einfach wieder runternehmen, ganz easy. Ah ja, kleiner Deckel ist natürlich auch mit drauf. Auf meiner Liste sehe ich gerade, was ich noch so vergessen habe, was ich jetzt nicht mehr dabei habe, was ich aber dabei hatte. Das war eine Unterhose. Gut, die kann ich euch auch auf jeden Fall ersparen. Eine Unterhose hat gereicht. Die habe ich dann nämlich sowieso nur irgendwie abends unter diese Short gezogen, wenn es halt kalt war und sowas. Genau, Müllsäcke, hatte ich gesagt, sind nicht mehr dabei. Das ganze Essen ist natürlich auch nicht mehr dabei. Ja, und das war es eigentlich. Wie gesagt, so Settings sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ihr auf Bikepacking-Tour geht, dann muss das nicht euer Traum-Setup sein. Für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe euch schon gerade so ein bisschen erzählt, so Gas war vielleicht ein bisschen zu viel. Powerbanks erscheinen vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Allerdings war es einfach auch nicht ganz sicher, wie viel Strom und Zivilisation haben wir eigentlich. Also wenn ihr eine große Tour macht, ist eigentlich auch keine Schande, vielleicht auf der Hälfte auch mal einfach ein Hostel oder irgendwie eine Pension zu nehmen und da vielleicht nochmal Geräte zu laden. Auch vielleicht eine Powerbank, wenn ihr wollt. Ansonsten, Nabendynamo ist auch immer wieder so ein Thema, wo man drüber nachdenken könnte, wenn man wirklich große Touren macht. Viele von meinen Freunden machen das mittlerweile auch, da vom Nabendynamo einfach sehr, sehr unabhängig zu sein. Ja,
Ich hoffe, das konnte euch vielleicht helfen für euren nächsten Bikepacking-Trip oder ihr habt mega gute Ideen und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr es gemacht hättet, was ihr mega überflüssig findet und was ihr vielleicht aber auch vermisst. Würde mich mega interessieren, schreibt es gern rein. Ja, lasst ein Abo da und liked das Video und dies und das und ich freue mich aufs nächste Video. Ich freue mich aufs nächste Video, das zu machen. Also ihr guckt es ja, aber ich freue mich, das dann zu machen. Ne? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.